der Kinderstation der Klinik am Südring ist Dr. Silke Konrad im Dienst. Sie muss sich heute um einen kleinen Patienten kümmern, dessen Beschwerden ihr Team vor ein medizinisches Rätsel stellen werden. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Ja, was kann ich Mein Sohn ist total schwach, er hat hohes Fieber und ihm geht's ganz, gar nicht gut. Kommen Sie mal eben mit Waren Sie schon in der Notaufnahme? Ja, da waren wir, aber da war zu viel los und dann kamen gerade auch noch andere Leute rein. Der Junge hat Angst gekriegt. Wir haben Hallo. Können wir hier? Ein aufgeregter Vater kam heute mit seinem 5-jährigen Sohn Nico bei uns hier auf Station. Er war eigentlich so in Panik um seinen Sohn, dass er es hier sofort auf der Station versucht hat. Der Junge war wirklich sehr schwer krank und wir waren wirklich überrascht, was wir hier noch herausfinden konnten. Wer bist du denn? Der Nico. Weswegen kommen Sie? Das sind ja total aufgelöst. Ja, der Junge. Was ist denn passiert? Hat hohes Fieber und dem geht's total schwach. Wir haben vor 5 Tagen Antibiotikum vom Arzt bekommen. Also hat er schon so lange jetzt. Ja, aber hat auch nicht angeschlagen und dem geht's immer noch nicht besser und. Okay. Ich weiß nicht mehr so wirklich weiter. Was ist das denn? Anamnestisch hat uns der Vater erzählt, dass seit ca. 5 Tagen ein Antibiotikum durch den Kinderarzt verschrieben worden war, aufgrund eines unklaren Infektes. Das ist regelmäßig eingenommen worden. Es handelt sich hier um Amoxicillin, ein Breitbandantibiotikum, was nicht angeschlagen hatte. Der kleine Patient war wirklich schwer krank in einem reduzierten Allgemeinzustand, obwohl er hier Antibiotika schon genommen hatte. Da das Medikament nicht geholfen hat, muss die Ärztin von einer anderen Ursache für das hohe Fieber ausgehen. Bei der körperlichen Untersuchung wird immer klarer, wie ernst der Zustand des 5-Jährigen wirklich ist. Was mich im Moment so ein bisschen beunruhigt, ist, dass er wirklich sehr, sehr schlapp ist, dass es nicht angeschlagen hat und dass das Herz also richtig schnell schlägt. Ja, also so Symptome hat er vorher auch noch nie gehabt. Ja. Okay. Und er ist eigentlich ein sehr lebendiges Kerlchen, macht auch viel Sport. Und man sieht ja auch, dass es dir nicht gut geht. Ja. Ne? Wir werden jetzt gleich noch mal Blut abnehmen. Hast du das schon mal gehabt? Wir gucken jetzt erstmal, dass wir eine ganz, ganz kleine nehmen. Wir müssen schon gucken, was in deinem Blut alles so ist. Ja, ob es da irgendeinen Erreger gibt. Okay. Dass Kinder bei uns auf Station ängstlich vor Spritzen reagieren, klar, das kommt sehr häufig vor. Die Kinder kennen das natürlich nicht. Und die Ankündigung, dass jetzt ein kleiner Schmerzpieks kommt, macht ihnen natürlich große Angst. Darf ich kurz stören? Die Mutter des Jungs. Hallo. Guten Tag. Hallo. Mein Kleiner. Woher weißt du, was hier sind? Sandra. Alles gut. Alles gut. Woher weißt du, dass wir hier sind? Ich war bei deiner Mutter und die hat mir gesagt, dass ihr hier seid. Warum rufst du mich nicht an? Du bist nicht ans Telefon gegangen, du rufst nicht zurück. Und du kannst keine SMS schreiben, gut. Oder was? Ja, ob ich, wenn ich SMS schicke oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Jetzt gestritten wird jetzt hier nicht. Aber Papa wohnt jetzt bei Oma. Also. Was hast du mit ihm gemacht? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Also vielleicht guckt er mal schon mal, ob er Formulare oder irgendwas ausfüllt. Ich würde Sie beiden vielleicht gerne ganz kurz mal rausbitten. Da kann die Frau Doktor mal den Zugang legen. Es geht jetzt erstmal um Ihr Kind. Immer eben mit der Mutter. Komm gleich wieder, okay? Kommen Sie auch einmal bitte mit und dann kommen wir doch gleich wieder rein. Das ist so für Ihren Sohn dann auch. Als die Mutter hinzukam, hat man deutlich die Spannung zwischen den Eltern gemerkt. Draußen konnte ich dann mit den Eltern ein klärendes Gespräch führen, dass sie nur wieder reinkommen dürfen, wenn sie sich vertragen in dem Moment. Zum Wohle des Kindes ist dies oberste Priorität. Das getrennte Paar muss sich nun zusammenreißen. Denn noch immer ist unklar, was die schweren Symptome ihres Sohnes ausgelöst hat. Auch sein Auge ist entzündet. Wie lange geht das denn jetzt schon? Also es ist nicht eitrig? Fünf Tage, sechs Tage. Auch 5 Tage? Ja. Also ist zunehmend schlechter geworden. Er ist zunehmend schlapper geworden einfach. Und wie gesagt, warum wartest du denn so lange? Ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte, ja? Ja, ich habe viel zu tun. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann muss man sich Hilfe holen. Sag mal, hör auf jetzt. Sollen wir uns jetzt wieder von dem Junior streiten? Ich möchte gerne bei dem bleiben, ja? Bitte nicht wieder von ihm. Also, dann müssen wir gleich uns noch mal draußen jetzt unterhalten. Genau. Des Weiteren zeigte der Patient eine sehr erhöhte Temperatur mit 39,7 Grad Celsius. Das heißt, es ist schon relativ hoch gewesen. Zusätzlich wies er eine Binnenhautentzündung, eine Augenentzündung auf, jedoch ohne Eiter abzusondern, was schon sehr besonders war und uns vielleicht schon über bestimmte Krankheiten hat nachdenken lassen. Aufgrund der schlechten Allgemeinsymptomatik haben wir uns entschieden, den Patienten erstmal stationär aufzunehmen, um eine weitere Diagnostik und Antibiotikagabe durchzuführen. Nun heißt es abwarten, ob die Behandlung anschlägt. Doch noch in der Nacht wird Schwester Mira von der besorgten Mutter alarmiert, die bei ihrem Sohn im Patientenzimmer übernachtet.
Der Junge klagt über heftige Schmerzen und sein Fieber scheint weiter gestiegen zu sein. Ja, 40,0. Das ist ziemlich hoch. Ich hole mal eben ein fiebersenkendes Medikament. Ja. Ne? Das spritze ich in die Infusion, schließe die an. Das wirkt dann recht schnell. Okay. Ne? Ich decke dich aber trotzdem mal so ein bisschen zu. Ne? Aber nicht zu sehr, dann bist du ja eh schon so schwitzig. Ne? Ich bin sofort wieder da. Ja? Ihm ging es wirklich deutlich schlechter. In so einem Fall darf ich als Krankenschwester erstmal die verordnete Medikation einsetzen. Ganz wichtig ist jetzt natürlich auch, dass wir beobachten müssen, dass das Fieber jetzt auch wirklich runtergeht. Ne? Sonst würde ich auch dann sofort die Frau Doktor dazu holen. Ne? Aber mit dem Medikament geht das sehr schnell. Das geht ja jetzt über den Zugang, über die Vene. Ne? Ich komme selbstverständlich trotzdem ab jetzt stündlich rein in der Nacht. Bitte nicht wundern, ne, dass ich die Temperatur kontrolliere und schaue, wie es ihm geht. Dass hier nichts weiter passiert, dass er sich nicht verschlechtert. Ne? Nachdem sich Schwester Mira eine halbe Stunde später vergewissert hat, dass das Fieber des Jungen heruntergegangen ist, kann sie sich nun um die völlig aufgelöste Mutter kümmern. Sie erfährt den Grund für das angespannte Verhältnis zwischen den Eltern. Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Wir hatten alles so schön geplant, den Nico und ich. Mhm. Wir wollten Martin einen Heiratsantrag machen. Wir haben alles vorbereitet und Nico hat sich auch so gefreut. Ja. Und dann hat er sich dahingestellt und wir haben ihn reingerufen. Er musste die Augen zumachen, der Martin. Ja. Und dann hat der kleine freudestrahlend gefragt und ihm den Ring hingehalten und gesagt, Papa, willst du mich und die Mama heiraten? Und er sagt ja. Und wir haben uns gefreut. Okay. Und es war alles so schön. Ja, das klingt ja auch erstmal gut. Und am anderen Tag kommt er und sagt, ich will doch nicht. Ach du liebe Zeit. Das ist natürlich. Sie sich das vorstellen? Ja, das ist ein Schlag ins Gesicht, wenn man das mal so sagen darf. Vielleicht hat er aber auch nur kalte Füße bekommen. Aber wie kann er das seinem Kind antun? Das, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Das macht selbstverständlich. Man nicht. Er hat sich so gefreut und der Kleine ist so enttäuscht. Und ich habe ihn dann rausgeworfen. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. Okay, verstehe. Also die Situation ist noch ganz frisch und Sie haben jetzt auch nicht weiter darüber gesprochen. In der Tat kommt es häufiger vor, dass Angehörige oder Patienten uns ihr Herz ausschütten, wenn sie etwas länger bei uns sind. Selbstverständlich sind wir auch immer für die Patienten oder Angehörigen da und hören gerne zu und versuchen zu unterstützen. Doch die Beziehungsprobleme sind nun zweitrangig, denn es geht um die Gesundheit des gemeinsamen Sohnes. Am nächsten Morgen untersucht Dr. Silke Konrad den Jungen erneut. Hey, tut dir was weh? Mhm. Oder? Alles. Alles tut dir weh. Guck mal, Handinnenflächen. Okay, sag mal, hast du hier noch irgendwas? Darf ich mal die... Guck mal deine Beine noch mal an. Ist da auch noch irgendwas? Okay, Fußsohlen. Gut, also ich habe jetzt schon mal. So, wir machen jetzt noch mal einen Ultraschall. Gucken jetzt noch mal alle Organe an. Genau, dann mache ich hier mal Platz. Schieb das mal ist immer noch Tachykard. Was hat das mit dem Herzen zu bedeuten? Die Schwester sagte uns gerade, die Herzfrequenz wäre wieder gestiegen. Und was hat das zu bedeuten? Also er hat natürlich im Moment, ist er wirklich, man muss es sagen, er ist schwer krank im Moment. Ne? Irgendwas ist in seinem Körper, was die ganze Immunabwehr jetzt hier so richtig stimuliert, dass er halt mit diesen Symptomen reagiert. Ne? Wir müssen jetzt wirklich gucken, woher kommt das. Laborergebnisse habe ich noch nicht. So. Ne? Die sind noch nicht alle endgültig da. Pass auf, es wird einmal kalt. Wir gucken mal alles, was in deinem Bauch drin ist und gucken mal, ob was mit der Leber ist und mit dem Magen und all sowas. Noch immer tappt die Ärztin völlig im Dunkeln, was hinter der Erkrankung des Fünfjährigen steckt. Die Eltern hoffen, dass die Untersuchung endlich Aufschluss gibt. Also das Ultraschall ist im Moment in Ordnung. Also ich sehe im Moment nichts. Ich kann ja auch nicht sehen, dass Sie gar nichts feststellen, oder? Wir warten jetzt noch mal auf die Laborergebnisse. Ich habe die Laborwerte. Ja. Ich mache das mit den Weichtüchern mal ein bisschen sauber. Okay, wir haben natürlich massiv erhöhte Entzündungswerte. Das ist halt auch so, dass die Transaminasen- und Leberwerte auch hoch sind. Aber ich habe da jetzt schon eine Vermutung. Ne? Die Blutergebnisse sind alarmierend. Sie könnten auf eine Krankheit hindeuten, die alles andere als alltäglich ist. Dies muss Dr. Silke Konrad dem zerstrittenen Paar nun beibringen. So, also ich denke mir,
dass wir es hier schon mit einer Erkrankung zu tun haben, die nicht so ganz oft auftritt. Okay. Wir haben keinen Erreger gefunden. Alle Abstriche sind im Prinzip negativ. Wir haben aber erhöhte Entzündungswerte. Also gibt es eine Reaktion auf keinen Erreger, in Anführungsstrichen. Es gibt selten Erkrankungen, die betreffen dann die kompletten Gefäße im gesamten Körper. Das heißt, die Gefäße entzünden sich. Ganz selten, Kawasaki-Syndrom, sage ich jetzt einfach mal so, heißt das. Das ist eine Überreaktion des Immunsystems auf irgendeinen Erreger, der irgendwann mal in den Körper reingedrungen ist, jetzt aber nicht mehr da ist. Die Symptome sprechen dafür. Er hat halt jetzt eine Bindehautentzündung, ohne dass es eitert. Er hat Hochfieber, er hat Herzrhythmusstörungen im Moment. Er ist wirklich sehr tachykard, den Ausschlag. Also, es gibt aber ein Medikament dafür. Wir werden jetzt Immunglobuline geben. Das heißt, dass wir den Körper jetzt wirklich mit allem versorgen, was er braucht. Wir werden gerinnungshemmende Mittel geben. Das Problem ist wirklich, ich sage es Ihnen jetzt ganz offen, diese Erkrankung ist eine Gefäßerkrankung, wo sich Gefäße entzünden. Es gibt Risikofaktoren. Ja. Wenn man das nicht behandelt, Sie sind okay. Ja Gott sei Dank früher da, kann es halt zu spät stehen, wirklich Herzinfarkt und ähnlichen Sachen kommen. Deswegen kommt er jetzt an den Monitor, damit wir das wirklich ganz genau angucken können. Ja, dass wir das behandeln. Wir wissen jetzt, was es ist. Und wir werden jetzt alles dafür tun, dass es Ihrem Sohn wieder besser geht. Ja, dass er keine Spätschäden hat am Herzen. Für den Dasein, ja, okay. Das ist leider eine relativ seltene Erkrankung. Tritt häufig bei kleinen Kindern auf. Die Ursache wissen wir nicht. Ja, sie ist da, aber wir können sie behandeln. Und das ist doch wichtig, muss oder? In Zukunft auf irgendwas achten? Nee, erstmal nicht. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir ihn austherapieren. Man muss ihn halt höchstwahrscheinlich engmaschig kontrollieren. Aber okay. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir ihn wieder gesund kriegen und dass wir die Folgeschäden vermeiden können. Ja? Wir werden ihn jetzt erstmal auf dem Zimmer lassen, am Monitor hängen lassen. Wenn es schlimmer wird, legen wir ihn auf die Intensivstation. Aber vielleicht kommt es ja auch nicht so weit. Bleiben Sie bei ihm und streiten sich nicht. Und ich glaube, er braucht Sie jetzt wirklich beide, okay? Ja. Dann schicke ich Sie jetzt wieder zu ihm, ja? Okay. Für die Eltern ein Schock. Ihr Sohn leidet an einer äußerst seltenen Gefäßkrankheit, die dringend therapiert werden muss. Doch da die Ursache für die Beschwerden nun gefunden ist, kann die Behandlung begonnen werden und wird hoffentlich anschlagen. Wie geht's dir? Oh, da lacht er schon wieder ein. Gut. Hm? Schon ein bisschen besser? Mhm. Ja, ne? Hast du heute Hunger? Mhm. Gott. Dann so. Gibt es bald mal die Spaghetti Schwester mit Mira Tomatensauce. Ne? Wird ja jeden Wunsch erfüllen. Vertragen? Ja. Haben wir. Ja, hat sie vertragen. Jetzt wird alles wieder gut, ja. Genau. Okay. Obwohl sich hier herausgestellt hat, dass es sich wirklich um ein lebensbedrohliches Krankheitsbild handelt, gab es doch noch etwas positiv. Die Eltern haben sich versöhnt und ich glaube, sie wollen jetzt doch heiraten und ja, das ist für uns natürlich auch schön, dass es den Jungen jetzt gerade in dieser Situation helfen wird, auch über den Berg zu kommen. Die akuten Symptome des Jungen sind dank einer auf ihn abgestimmten Therapie schnell zurückgegangen und er konnte eine Woche später entlassen werden. Er muss wegen seiner Erkrankung regelmäßig vom Arzt untersucht werden und Medikamente nehmen, kann ansonsten aber ein beschwerdefreies Leben führen.